Wunderbar. Sammle weiter Trophäen. Ja. Also, wie ihr sehen könnt, haben wir hier jetzt in den Minispielen endlich alles erledigt. Und wir gehen jetzt gleich mal in den Zen-Garten und gucken, was wir da für eine tolle Pflanze bekommen haben. Wie ihr wisst, wenn wir die 3-4 Mal gegossen haben und Dünger drauf gemacht haben, oder wenn ihr es nicht wisst, jetzt wisst ihr es, dann erkennen wir schon, was es für eine Pflanze ist. Die hier oben, diese hier, ich weiß nicht, ob ihr seht, dass ich die gerade bewege. Die Wasserpflanze da oben links, das Schlingtank-Ding, das ist nur in der ersten Stufe. Das könnte ich auch noch größer machen, so wie rechts die schönen bunten Ringelblumen. Jedoch habe ich kein Zen-Garten-Aquarium. Das heißt, das ist der Grund, warum es also nur so klein bleibt. Ich glaube, unten links dieses kleine Grashelmchen muss ich noch einmal gießen. Dann kann ich Dünger... Ja, einmal gießen, dann muss ich Dünger drauf machen. Nee. Dünger meinte ich natürlich. Ah, ich kann jetzt schon Dünger drauf machen und... Ja, wer erkennt das nicht? Wir haben eben so erfolgreich damit erledigt. Oh, Entschuldigung. Wir haben eben damit so erfolgreich die Schlacht geschlagen gegen die ganzen blöden Pogo-Zombies. Ja, das Cornerpult. Ach ja, sonst kann ich hier gerade momentan nichts tun. Also auf zu den Rätselmodus. Und wir fangen an mit Vasenbrecher. Aber ich sage kurz noch was dazu bei Vasenbrechern. Wer es nicht weiß, das ist uns im Abenteuermodus schon mal begegnet. Wir haben die Aufgabe, Vasen zu zerbrechen. Da können Pflanzensamen drin sein oder es sind Zombies drin. Es gibt jedoch Vasen, die sind grün, haben Pflanzensymbol drauf. Da wissen wir ganz sicher, da sind Pflanzen drin. Bei iZombie, das heißt nicht römisch 1, sondern i, das ist Englisch. Ja, ich weiß, dass ihr wisst, dass i ich heißt im Englischen. Ich wollte nur sagen, dass nicht zu verwechseln kommt. Das heißt nicht römisch Zombie, also römisch 1 Zombie, sondern iZombie soll es heißen. Geht es darum, das seht ihr vielleicht schon an dem Bild, wir haben Sonnenpunkte und damit müssen wir uns Zombies kaufen und auf das Haus von dem netten Herrn, was auch immer. Ich hoffe immer, dass es Dappy Dave ist, auf dessen Haus wir einstürmen. Aber man weiß es nicht, es wird nicht geklärt. So. Das ist das Wadenbrecherspiel. Manche Level sind ziemlich schwierig. Viel Glück. Okay. Der PD-Modus wieder ausgeschaltet. So. Ich nehme an, ihr seht, wenn die aufleuchten. Ich hoffe es jetzt einfach mal, weil ihr meine Maus hier nicht seht. Da müsste eine Pflanze drin sein und da. Ich setze das jetzt mal dahin und das hier hin. Jetzt kann ich hier kaputt machen, weil da bin ich ja schon abgesichert in den Reihen. Immer in den Reihen, wo ich bereits abgesichert bin und Schutz habe vor Zombies, kann ich schon was kaputt machen. Na. Also ihr seht, wie ich das spiele, das Spiel. Das war ein Fehler eben gerade. Das wollte ich natürlich nicht machen. So. So. Den hasse ich. Der Zombie, der da drin war. Weil dieser Leierkasten-Zombie explodiert und reißt damit sämtliche... Nicht sämtliche, so... Wenn ich jetzt... So, ich nehme das erstmal. Hier gibt es keinen Saphir mehr, sondern nur noch 5, nur noch in Anführungsstrichen 500 Euro, weil es nicht so schwer ist wie die Minispiele. Du hast ein neues Vasenbrecher-Level freigeschaltet. Hurra! 2 links, 2 rechts. Ja. So, wo war ich eben gerade dabei zu erzählen? Ja, wenn dieser Leierkasten-Zombie oder wie man ihn auch immer nennen will, ich habe nämlich vergessen, wie er heißt. Wenn der das Ding hochgehen lässt, explodieren die Vasen um ihn herum. Und zwar in einem 3x3-Feld. Also das heißt, wenn er in der Mitte steht, bricht er 8 Vasen kaputt.
Sprich, wenn er hier drin wäre, hätte jetzt diese hier alle weggebombt. So, das müssen wir erst scharf werden lassen. Boah, das gibt's doch nicht. Das hatte ich ganz vergessen. Was es für Scheißlevel gibt. Genau das macht er. Unser lieber Freund. Das ist ein Grund, warum ich ihn überhaupt nicht mag. Jetzt schnappt euch schon diese blöden Arschgeigen. Ich guck mal gerade, ob es nötig ist, da noch was hinzusetzen. Nee. So, egal was da jetzt ist, es wird relativ schnell erledigt. Also zwei links, zwei rechts. Da haben wir links die Möglichkeit, Pflanzen zu setzen und rechts. Wir wissen halt nie, welche wo sind. So, und wieder ein Level geschafft. Ihr versteht vielleicht, warum ich das mehr mag als diese Minispiele. Es geht wesentlich schneller. Und das nächste heißt dritte Vase. Jetzt habe ich mich auch noch verklickt. Ach, so ein Mist. Ich musste das gerade machen, weil ich hier Scheiße gepflanzt habe. Also bis jetzt scheint es noch sehr gemütlich hier voranzugehen. Von daher. Naja, scheint doch ganz gut gelaufen zu sein mit dem ich mich verklickt habe. Glück im Unglück mal wieder. Na, dieser scheiß Arsch, der sich da selber in die Luft sprengt. Und wieder geschafft. Also ich bin mir sicher, es liegt nicht an mir, dass das so schnell vorangeht, sondern es ist einfach wirklich einfach Verkettung. Nee, bei Verkettung sind, glaube ich, ganz viele von denen, die explodieren. Und wie viele... Hasse sie. Und habe ich schon mal erwähnt, dass ich sie hasse? Und tschüss. Also wieder viel Glück dabei gewesen. Weil mit diesem explodierenden Zeug kann man nicht wirklich planen. Du hast ein neues Vasenbrecher-Level freigeschaltet. Und welches ist es? M steht für Metall. M steht für Metall. Sagt mir gerade gar nichts. Wahrscheinlich sind jetzt ganz viele Eimer-Zombies. Ach so. Und tschüss. Noch einen runterholen.
von den scheiß Zombies. Wir sind jetzt einfach mal mutig und hoffen, dass wir hier irgendwas Sinnvolles machen können. Scheint es eigentlich relativ angenehm zu gehen, das Level. Beide Doviane erwischen können. Rückt nah beieinander. Und jetzt erwischt sie bitte beide. Flaschenkürbis, was ist los mit dir? Du enttäuschst mich. Also ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht und schaffe das Level noch. Optimal wäre, wenn ich einen Eimer von dem Doblatt machen würde und der andere mit dem Matschkürbis zerlatscht wird. Sieht ganz gut aus, ja. Unten der wird sowieso durch den Hypnopilz bekehrt. Wie ich gesagt habe. Das war etwas risikoreich gespielt, aber trotzdem geschafft. Scary Potter. Ach ja. Ach je. Ach je. Was soll ich denn jetzt machen hier? Scheiße. Ja, Pech gehabt. Da habe ich Mist gebaut. No! Mein Geheimrezept ist immer, ich baue extra rechts die Vasen zuerst ab. Hier hinten. Dann kann ich besser planen. Aber okay. Ach, bitte nicht. Ich will mich jetzt verarschen. Diesmal habe ich es besser gemacht. Weil diesmal war auch, glaube ich, keiner von diesen Explodierenden dabei. Das ist natürlich auch immer ein Riesenvorteil. Der wird jetzt mit 7 Erbsen gleichzeitig beschossen. Das dürfte er nicht so schnell aushalten. Also dürfte er nicht so lange aushalten, meine ich. Okay, welches haben wir nun freigespielt? Hokus Pokus. Setzen wir mal dahin. So. Hm.
gehen. Wird schon schief gehen. Ach ja. Dann bin ich mal gespannt, wie wir das schaffen. Ob wir das schaffen. Ich muss hier wohl oder übel mal noch auf Risiko spielen, weil ich brauche noch welche von diesen Stachelkräutern. Und wird es verdammt knapp. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, gehen die auf jeden Fall kaputt bei Dreier Dingens. Sag ich schon wieder Dingens. Bei Dreiser Dingern. Drei Wurzel Gemüse Dingern. Mann, Mann, Mann. Das mit dem Eimer-Zombie war echt fies jetzt zum Schluss. Hatte ich aber Glück, dass der in der richtigen Reihe war. Gespannt, wie lange das jetzt dauert, bis er kaputt ist. Ich hoffe, er ist schneller kaputt als die Walnuss. Sonst habe ich ein Problem. Oh Mann. Wünscht mir Glück. Stirb. 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 Nicht du, Walnuss. Du musst durchhalten. Ach nein, Walnuss, halt durch. Verlier endlich deinen Helm. Walnuss, du musst durchhalten. Nein, Walnuss. Du Verräter. Ja, neu starten.